Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich aber noch was loswerden, und zwar am Wochenende, jetzt, also momentan ist bei mir noch Wochenende, bei euch ist schon Montag, und ich habe am Wochenende angefangen Zahnschmerzen bekommen. Diejenigen, die mich auf Twitter verfolgen, die wissen, dass ich letzten Dienstag zum Zahnarzt musste spontan wegen einer Wurzelbehandlung, und diese Wurzelbehandlung hat anscheinend nicht angeschlagen, sodass am Wochenende mein Zahn wieder angefangen hat weh zu tun. Also sehr stark. Ich habe mir jetzt eine Tablette reingezogen. Man sieht wahrscheinlich, dass meine Backen noch ein bisschen dick sind. Ich habe mir jetzt eine Tablette reingezogen, die wirkt circa eine Stunde. Das heißt, ich werde heute nur zwei Let's Plays bringen, und zwar die momentan beliebtesten Pokémon und Skyrim. Und ich hoffe, dass morgen, also bei mir ist morgen Montag, mein Zahnarzt etwas dagegen tun kann, sodass ich ganz normal weiter aufnehmen kann, weil je länger ich rede, umso schmerzhafter wird es für mich zu reden. Ich merke jetzt auch, dass es leicht wehtut, aber es ist noch erträglich, es ist noch erträglich. Ohne meine Pille könnte ich jetzt gar nichts. Es hört sich so ein bisschen an, als hätte ich mir gerade Viagra für euch reingezogen, ne? Naja, wir haben Matthias Level 38, ich werde ihn euch gleich zeigen, wenn ich flüchten kann. Ach, weißt du was, komm, wir fangen es einfach, scheiß drauf. Wir fangen jetzt einfach diese Goldini, das ist gut. Weil wenn wir jetzt nicht fliehen können, kann uns dieses Goldini einfach umbringen. Also wie immer, Wasser-Pokémon gehören gefangen, damit sie uns nicht umbringen. Auf jeden Fall, ich habe ihn auf Level 38 trainiert. Er hat so einiges gelernt. Unter anderem wollte er Eiseskälte lernen. Das ist eine K.O.-Attacke mit 30%iger Chance zu treffen. Also knapp 30%, wahrscheinlich weniger als 30%. Allerdings ist mir das zu riskant und ich habe es nicht gelernt. Ja, Goldini, komm. Ist gut. Wir haben es alle verstanden, du bist ein Fisch. So. Ich kann ihn euch gerne mal zeigen. Unser Matthias, wo ich die 88 übrigens vergessen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die 88 hätte noch hingepasst. Egal, Matthias 88, wir wissen es alle. Das ist das gleiche wie, bei wem war das? Bei wem hatte ich das vorhin letztens verkackt? Ich weiß es gar nicht. Am Anfang des Let's Plays hatte ich da was verkackt bei dem Namen. Naja. Sein Wesen ist scheu, er ist dickköpfig. Sein Angriff ist leider schlecht. Mit der Kaskade wäre das cool gewesen. Weil eigentlich hat er mehr Angriff als Spezialangriff. Jetzt hat unser Yugong natürlich mehr Spezialangriff als Angriff. Normalerweise ist es andersrum. Naja, egal. Jedenfalls, unser Matthias besitzt die Fähigkeit Speckschicht, schützt vor Hitze und Kälte. Da unser Pokémon ein Wassereistyp ist, macht Feuer sowieso nicht viel. Und Kälte macht sowieso gar nichts. Fragt mich nicht, Leute. Ich weiß nicht, was diese Fähigkeit überhaupt bringt. Weil jeder, der sich für ein bisschen intelligent hält, wird bestimmt keine Feuer-Pokémon einsetzen gegen dieses Pokémon. Und bestimmt auch keine Eis-Pokémon. Das wäre einfach blöd. Aber gut. Ja, so sieht's aus auf jeden Fall. Dann haben wir als Attacken Lake. Hat er gelernt. Hat der Gegner die Hälfte oder weniger seiner KP. Trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. Das wusste ich auch noch nicht. Oder weniger seiner... Warte. Hat der Gegner die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP? Ah! Das heißt, sagen wir mal, er hat ein Leben verloren, trifft die Attacke doppelt. Bis zur Hälfte. Sobald seine Energie orange wird, also gelb, dann orange, dann rot. Sobald sie gelb wird... Nee, sobald sie orange wird, ne? Ich glaube, gelb wird sie beim ersten Schlag schon. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, nach der Hälfte machen wir nur normalen Schaden. Das ist cool. Wusste ich gar nicht. Eine mächtige Attacke. Wasserfälle können damit erklommen werden. Oh yeah. So, Aurora-Strahl haben wir. Regenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffswert des Gegners senkt. Und Erholung habe ich übrig gelassen. Ja, wie gesagt, Eiseskälte wollte er lernen, aber es ist mir zu riskant. Eine von 10 Attacken trifft, glaube ich. Ich weiß nicht. Wenn du sehr viel Glück hast, sehr viele. Naja, das zu unserem Matthias, der es jetzt drauf hat. Und wir gehen jetzt mal diesen Wasserfall runter. Wir haben gesehen, dass da noch ein Pokéball ist. Den möchte ich unbedingt nehmen. Deswegen gehen wir mal hier rüber. Und jetzt treffen wir auf das erste Pokémon mit unserem neuen Pokémon. Schnäppke. Tja. Kleiner Schnäppke. Ich bin leider resistent gegen Kälte. Bei diesem Moment würde ich sagen, hat sich gelohnt. Gut, was... Ja, machen wir Lake.
Ja, die musste vorher eine HP verlieren, ne? Darum wahrscheinlich Hagelsturm. Darum wollte er auch Hagelsturm erlernen. Au. Ich meine, Das hat gesessen. Gut, wir sind noch 38, ne? Mondstein. Kann man gebrauchen. Ich bin immer noch sehr vorsichtig, was die Top 4 angeht. Wir werden sie uns auf jeden Fall noch gemeinsam angucken, bevor wir reingehen. Um zu gucken, welches Level wir brauchen. Ich werde ein Level vorgeben, das wir nehmen. Sollte unser Team sterben, werde ich 3 bis 5 Level... Level 100. 3 bis 5 Level, je nachdem, wie ihr es wollt, werde ich hochgehen mit meinen Pokémon. Das heißt, ich werde sie 3 bis 5 Level mehr trainieren, die neuen Pokémon. Ach, scheiße! Ich hasse diese Pokémon im Wasser, ne? Ja, komm, wir wissen alle, Matthias ist tot. Keine Sorge, Matthias, du bist nicht ganz tot. Treffen wir ein Pokémon im Wasser, zählt es überhaupt nicht zum Spiel. Weil du siehst, es ist Level 100. Es ist einfach fucking Level 100. Ja, jetzt kommst du, oder was? So. Das heißt, in diesem Falle dürfen wir sogar Beleber einsetzen. Beleber. Habe ich kein Beleber mehr. Okay, ich habe kein Beleber. Wo ist der Beleber hin? Ich weiß es nicht. Ja gut, Matthias, wir werden dich wiederbeleben, sobald es an der Zeit ist. So. Ach, da können wir uns sowieso heilen im Haus. Wenn wir diesen Trainer überleben. Huch, hier kommen nur selten Menschen vorbei. Bist du hier auf Lehr- und Wanderreise? Nein, ich bin hier, um den Arsch zu versohlen. Oh ja, das tue ich. Bisasam! Bitte was? Hast du nie was von entwickeln gehört? Aber weißt du was? Wir machen mal einen Schwerttanz. Er macht sowieso jetzt Egelsamen oder so einen Scheiß. Oder Solarstrahl. Pff. Was sag ich? Egelsamen. Ja, ja, ja. Schmarotzer-Attacke nennt sich das Ganze auch. Ich weiß nicht, ob es wegen Schmarotzer ist. Ich habe keine Ahnung. So, bitte Volltreffer. Oh. Ist euch auch gerade so warm geworden? Holy shit. So, dieser Knosp. Ich lebe mal mit dem Egelsamen. Ich meine, was können die mir denn? Was können die mir? Ich werde nochmal einen Schwertanz machen, weil ich es geil finde. Oh ja. Yeah. Das sage ich jetzt nicht, weil ich gerade aus Versehen auf meinen Zahn gebissen habe. Giftpuder ist natürlich ein bisschen scheiße. Au. Ich habe gerade auf meinen Zahn gebissen. Und ich sehe gerade, meine Backen sind richtig dick, ey. Man könnte meinen, ich habe zugenommen. So, ja, komm. Ich mach einfach einen Schlitzer und schlitz ihn weg. Schlitz ihn weg. Oh ja, das war nicht mal ein Volltreffer, Freunde. Soll ich es riskieren und gegen dieser Knosp noch kämpfen? Oder dieser Flor? Ja, wäre natürlich die perfekte Gelegenheit für Matthias gewesen, ne? Dieses dämliche Level 100 Goldini. Du machst mich fertig. Komm, Wolle. Du machst ihn kaputt. Ich glaube, du hast noch gar nicht so starke Feuerattacken, oder? Ich glaube, die muss er noch lernen. Du siehst von hinten so scheiße aus, Wolle. Tut mir leid, aber... Das sieht aus, als hättest du halt nur Haare auf dem Kopf und dein ganzer Körper wäre nackt. Oh, Flammenwurf. Da brennst du, wa? Da brennst du. Ja, hat sich gelohnt. Mit so einem legendären Pokémon spielt man doch schon gerne, ne? Du bist wirklich auf Zack. Na, says Red, says Zack. Annette, halt's Maul. So. Heile mich! Madame, heile mich! Ho, ho, ho! Wohin bist du denn mit deinen Pokémon unterwegs? Ist deine Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in der Pokémon-Liga zu... spielen? Lass mich doch mal sehen. Wenn du nicht für mehr Vertrauen unter euch sorgst, kannst du nicht gewinnen. Vertrauen ist, was ein Team mit seinem Pokémon verbindet. Warum Vertrauen? Alter, vertraut ihr mir nicht oder was, Freunde? Ich dachte, ich kann mich hier heilen. Bullshit. Okay. Einer weniger, den wir einsetzen können. Silux, du gehst jetzt nach vorne.
Ich überlege gerade, was die Top 4 haben. Ich glaube, die haben auf jeden Fall einen Wassertyp oder einen Eistyp. Und die Eistypen können meistens auch Wasser. Was mich ein bisschen abfuckt, muss ich sagen. Weil Feuer ist gut gegen Eis. Aber die meisten Eis-Pokémon haben halt auch Wasserattacken. Also ist es eher sinnfrei, Feuer gegen Wasser einzusetzen. Nicht alle, ein paar. Vor allem die Wassereistypen. So, Tintara, ich fange dich mal. Ich habe Angst vor dir. Dann machen wir mal wieder unsere Box voll. Oh yeah, Tintara wurde gefangen. So schmeckt mir das. Nein, ich will ihm keinen Spitznamen geben. Ich habe schon mal einen benannt. Ich glaube, den habe ich gelöscht. Kämpfe gegen mich. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Und ich auch gegen dich, falls du meine Worte gerade gehört hast, als ich geschrien habe. Was hast du denn so Schönes? Magneton. Da habe ich ja den richtigen nach vorne gepackt. Meine Güte. Machen wir einen Felswurf. Das ist Stahl, ne? Er ist ja auch irgendwo ein Stahltyp, ne? Ja, ach shit. Aber wir haben auch Erdbeben. Wir haben auch Erdbeben. Ja, das ist nicht so effektiv. Ich weiß. Das ist mir bewusst. Hier, Erdbeben. Du kannst keine Schwebe haben, mein Freund. Es sei denn, es ist deine versteckte Fähigkeit. Jawohl. Ach, ich vermisse die Erdkräfte. Die waren toll. Aber die nehme ich überhaupt auf, ja. Das ist sehr effektiv und das ist gut. Morlord, oh mein Gott, da muss ich wechseln. Er ist ein Bodentyp. Aber auch irgendwo was. Ist er Wasser? Ist Morlord Wasser? Pokédex, was sagst du mir? Also Morlord ist ein Otter, ne? Wasser, Boden. Wir sind so geliefert. Was sind seine Schwächen? Der hat verdammt wenig Schwächen, kann das sein? Er hat eine Schwäche. Und das ist Pflanze. Alter Schwede Morlord. Krass. Aber dafür macht Pflanze ihm auch viermal so viel Schaden. Das ist krass, das ist krass. Alles andere macht nur normalen Schaden, ja? Ich muss aber zugeben, wir haben ein Problem. Meine restlichen Pokémon sind alle wasserempfindlich. Allesamt. Das könnte böse enden. Scheiße, Morlord, ey. Morlord ist voll so ein Counter gegen mich. Okay, Mr. Otter. Eisenschweif. Komm, polier ihm die Fresse. Du setzt Boden gegen Boden ein? Also ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Was? Was? Willst du mich verarschen oder was? Ich bin doch Giftboden. Ich weiß, dass Gift Schwäche Boden hat. Aber the fuck, ich bin Boden. Leck mich. Ernsthaft? Das finde ich nicht in Ordnung. Bitte jetzt nicht mit deinem Erdbeben Volltreffer machen. Das ist... Oh Gott. Warum? Okay, okay. Das ist sehr effektiv. Stampfer. Das ist noch echt nicht dein Ernst, ey. Jetzt, ich krepiere gegen dieses Smallord. Und ich habe nicht mal Surfer. Ich meine, fliegen. Jetzt setzt du plötzlich Slam ein, ja? Hier, ich stampfe dich in den Boden, mein Freund. Hier, bam! Oh yeah.
Jetzt hast du aber schlecht geschissen, oder? Geht er mich einfach an? Du widerst mich an? Geht doch. Okay. So, was hast du noch im Petto? Nicht dein Ernst! Dass das doch wirkt, ey. Oh wei. Aber warum? Nein, du wachst auf, mein Freund. Du wachst auf. Du kannst dieses Oh wei platt machen. Du kannst dieses Oh wei platt machen. Ich weiß es. Komm. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wolle, 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 wolle. Igelsamen ist schon mal scheiße. Er versucht es aber bestimmt nochmal. Ich meine, ich schlafe und ich weiche aus? Ist das überhaupt möglich? Es ist so, als hätte ich mich im Schlaf nach rechts gedreht und plötzlich hat er mich nicht getroffen. Ach ja, jetzt. Komm mal auf, Wolle, bitte. Tut mir den Gefallen. Ich könnte ein Pokémon verlieren. Der Typ hat Konfusion, Freunde. Der Typ hat Konfusion. Der kann meinen Nidoqueen auch mit Konfusion töten. Alter, wenn du jetzt noch fünf Runden durchschläfst, ne, dann bist du tot. Ich bin froh, dass er mich nicht vergiften kann. Halleluja. Wieso wackel ich mit? Naja, er ist tot. Und wir müssen irgendwie unsere Pokémon heilen. Das heißt, wir müssen irgendwie zurück. Aber wenn wir Fluchtseil machen, landen wir theoretisch einfach nur bei der Höhle. So, was haben wir noch? Die einzige, die wir noch haben, ist Kilo und Psylox. Die anderen sind schon ziemlich tot. Ich versuche jetzt langsam hier durch die Gegend zu gehen und den Gegnern erstmal auszuweichen. Ah, dir weiche ich aus, gar kein Problem. Ich möchte gerne ein Pokémon Center finden, dann können wir zurücklaufen. Hier müsste oben eins eigentlich sein. Okay, oder auch nicht. Shit, da ist ein Trainer. Ein Phantomknoten, was auch immer du bist. So, ganz langsam, wenn da gleich jemand guckt und... Aha. Hallöchen. Das ist ein Scherz. Plötzlich guckst du nach links. Ach Gott. Okay, okay, alles wird gut. Wir machen es fertig. Fukado, perfekt. Ich bin Gift und Boden. Der Typ kann nichts gegen mich. Habe ich eine Bodenattacke? Ich hab Surfer. Das ist doch besser. So, damit kann ich leben. Sehr schön. Okay, hoffentlich hast du nur Feuer-Pokémon. Bitte. Das wird mir so in die Karten spielen. Okay, das war's schon. Ja, Niklas kann ich nicht einsetzen. Scheiße, es ist ein fucking Stern, du. Nein, es ist ein Stern, du. Oh mein Gott, okay. Das Problem ist, Matthias ist ja nicht tot. Wir könnten Matthias einsetzen, aber es geht nicht. Ich hab's verkackt. Ja. Fuck. 836 Body Slam, komm. Blobstrahl. Bitte ein Viertel, maximal ein Viertel. Komm, bitte. Das war ein Drittel. Aber gut, helf dein Leben, bitte. Komm. Shit. Oh, ja. Bitte wehre dich nicht. Wehre dich nicht, es ist aussichtslos. Volltreffer, komm schon. Nein. Komprimator, bitte. Was soll das denn? Ich sehe dich trotzdem. Das Viech macht sich einfach zum Bodentyp. Bist du des Wahnsinns oder was? Ich hätte einfach Surfer einsetzen können. Und er wäre einfach tot gewesen. Oh. Oh. Nidorina, ja? Tja, Madame. Ich hab Surfer. Du nicht.
Scheiße, oder? Der setzte Tarnung ein und macht sich zum Bodentyp. Was soll denn das? Bingo. So, wir müssen zum Pokémon Center kommen. Oh Mann, du bist viel zu stark. Ja, ich habe auch viel zu viel Glück. Nicht übel, mich zu schlagen. Dazu gehört schon was. Auch wenn es nur Dusel war. Ich mag dich. Kann ich deine Nummer haben? Also, Mädel. Es tut mir leid, aber so eine dumme Anmachen, die ziehen bei mir nicht. Nur weil du sagst, dass ich stark bin. Tut mir leid. Das kann nicht sein. Das wirst du noch bereuen. Das sagen sie alle. Die finden, die meinen dann irgendwie, dass sie besonders schön werden, mir dann aus Versehen über den Weg laufen und dann sagen, hey Zero, guck mich an, jetzt hast du Pech gehabt. Oh scheiße, ein Angler, nein. Wenn wir gegen einen Angler antreten müssen, sind wir am Arsch. Oh. Bitte gib mir einfach nur ein Pokémon Center, Mann. Gib mir ein Pokémon Center. Da ist ein neuer Trainer. Ich habe so das Gefühl, ich muss einfach mal, weiß nicht, einen Trank einsetzen. Einfach einen Trank einsetzen. Warum habe ich... Was ist mit meinem Belebern passiert? Bullshit. Oh. Pass auf, gleich kommt ein legendäres Pokémon und wir sind richtig im Eimer. Naja. Ein Anorit geht eigentlich. Ich glaube, du bist zum Teil Wasser, ne? Aber wir versuchen mal Surfer, weil Bodycheck wird definitiv... nicht wirken. Das Viech ist 32! Diese Welt, sie verwirrt mich, Freunde. Sie verwirrt mich einfach. Wie kann etwas, das Aquaklare kann, so effektiv für Wasser sein? Das ist, als würde er sich selber umbringen. Ja, heile mich bitte. Heile mich. Du suchst doch gerade bestimmt einen Ort, an dem du Rest machen kannst. Na, liege ich richtig? Nein, das ist schon in Ordnung so. Ich freue mich immer auf die strahlenden Gesichter der Leute, die hier auf dem Weg zur Pokémon-Liga vorbeikommen. So, und jetzt gönne dein Pokémon-Team mal eine Pause. Geschafft! So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn mein Zahn, wenn es meinem Zahn besser geht. Wenn ich beim Arzt war und der Arzt aus irgendwelchen Gründen macht da irgendwie Scheiße, dass er irgendwie mir den Zahn zieht oder so, dann kann es schon sein, dass wir uns morgen nicht sehen. Aber ich hoffe es doch sehr. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Hey, da war ich gerade kurz schlecht zu sehen. Oder ich brauche eine Brille.